Also aus meiner frühen Berliner Zeit hatte ich keine Kontakte zu Leuten, die zur RRF gekommen sind. Das war sehr viel später dann bei den Grünen. Und zwar war das im Jahre 85, 84, 85. Da gab es einen Hungerstreik. Also, jetzt muss man wissen, da waren also schon viele in Haft. Eigentlich die ganze erste und zweite Gruppe in Haft. Und äh, die Grünen, die ja eine gewaltfreie Bewegung waren, waren enorm stark unter Druck, da irgendetwas zu tun. Und bei einer Fraktionssitzung war da richtig so ein Go-In bei uns und die sagten: Ihr müsst jetzt da was tun. Und äh, dann haben Christian Nichols und ich beschlossen, wir machen einen Besuch im Gefängnis und äh, versuchen, die aufzufordern sich nicht zu Tode zu hungern und doch auf eine andere Art des Dialogs einzusteigen. Dieser Brief wurde dann wenige Wochen später gezielt vor einem, einer Landtagswahl in die Öffentlichkeit gegeben und wir wurden unglaublich angefeindet. So in dem Sinne jetzt sind diese Grünen, haben wir ja schon immer geahnt. Sympathisanten und Unterstützer von Terroristen, die schreiben den Briefe ins Gefängnis und wollen mit ihnen reden. Und äh, aus, dieser, aus diesem Angriff immerhin war ich damals Fraktionssprecherin der Grünen und Christa Nickels war äh, parlamentarische Geschäftsführerin. Also wir waren im Rahmen der Grünen, also in wichtigen Funktionen. Äh, mussten wir uns einfach entscheiden, stehen wir dafür oder... oder treten wir zurück. Die Forderung gab es auch, die gab es auch von Seiten der Grünen. Und gerade weil es so eine Heftigkeit war in der Debatte, hatten wir das Gespür, da steckt mehr drin. Und haben dann einen Vorschlag ausgearbeitet, dass tatsächlich der Staat sich in einen Dialog mit Terroristen begeben sollte, mit Unterstützung der Zivilgesellschaft, also wichtigen Persönlichkeiten von äh, kurz scharf war damals die rede martin walser, ernst käsemann, also hans magnus enzensberger, also leute, wo man auch annehmen konnte, dass das auch für die terroristen interessant sein könnte, mit denen zu reden. und diesen vorschlag haben wir gemacht. und erstaunlicherweise da gab es auch ein paar subjektive momente. klaus kinkel, der damals staatssekretär war, war ein großer fan von martin walser, zum beispiel. Erstaunlicherweise gab es das Gespräch und der Staat hat reagiert und gesagt, wir würden solche Gespräche von gesellschaftlichen Persönlichkeiten mit inhaftierten Mitgliedern der RAF zulassen. Das war das erste Mal, dass die aus dieser eisernen Konfrontation rauskamen und überhaupt daran dachten, dass ein Gespräch äh, nützen könnte. Vorher hat es immer heißen mit Leuten, die Genickschussmethoden praktizieren, reden wir nicht, das ist unter unserem Niveau, das wäre schon eine Art von Anerkennung. Und auch aus den Gefängnissen gab es allerdings mit Bedingungen eine Bereitschaft, diesen Dialog zu machen. Ich bin bis heute der Überzeugung, dass das die ersten Bewegungen waren, die später auch viel später äh, zu einem Gewaltverzicht der RAF geführt haben. Denn auf Seiten des Staates fing man damals an, über Begnadigungen nachzudenken. Und das ging ja nur, wenn man wusste, es gibt auch ein gesellschaftliches Interesse, diesen unglaublich brutal empfundenen, schockierenden Konflikt zu beenden und deswegen auch andere Wege zu gehen als nur die militärischen und als nur die juristischen. Aber diese Bereitschaft musste man erstmal haben und sie war in dem Moment wahrscheinlich größer als viel später, weil später war der Konflikt entschieden, die äh, FRT sichtbar verloren und äh, die Gesellschaft war gefestigt. Aber in den Zeiten des Terrorismus gab es berechtigte Sorge, dass die Gesellschaft diese Konfrontation nicht stabil und auch nicht demokratisch bestehen würde. Und äh, auch die Politik. Äh, als wir in den Bundestag kamen, da waren alle Politiker mit unglaublichen Sicherheitskondens umgeben. Da konnte Helmut Schmidt äh, nicht mal seine Tochter in den Kindergarten geben, weil die El äh, anderen Eltern gesagt haben, Abstand. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Das, das ihr seid gefährdete Zielobjekte. Unsere Kinder sollen nicht in diesen Gefahrenbereich. Und das wusste ich immer. Eine Politik, die so unter Sicherheitskondom ist, kann selbst keine freie Politik sein bei den größten Persönlichkeiten, sondern das verändert das Weltbild. Äh, Weltbild. Äh, man kann nicht mehr richtig frei denken und man kann auch den anderen, den man bekämpfen will, nicht mehr richtig beurteilen. Also dieses Dialogmodell sollte heißen, äh, wir besetzen den Zwischenraum. Und zwar unter der Voraussetzung, wie auch immer es handelt sich um lebendige Menschen und warum jemand Terrorist wurde, kann man wirklich verstehen. Und ich glaube, äh, das war übrigens sehr, sehr anstrengend sich sowohl in die Köpfe von RAF-Leuten reinzuversetzen, was sie eigentlich dazu gebracht hat und wann dieser Bruch in ihrem Leben war, dass sie von allem bisherigen nichts mehr wissen wollten und auch ihre Moral vollkommen verändert haben, aber auch umgekehrt sich in Leute wie Helmut Schmidt und, und, und Helmut Kohl in der Zeit der höchsten Bedrohung, wo sie da in den Sicherheitsstäben saßen, reinzuversetzen und, und äh, nachzuvollziehen, warum sie sich so entschieden haben, wie sie entschieden haben. Eigentlich soll der Dialog ja heißen, man geht wieder Schritte zurück, äh, bis zu dem Punkt, wo es so tödlich auseinandergebrochen ist. Und ich glaube, das hat langfristig eine Wirkung gehabt. Auf jeden Fall war es außerordentlich wichtig, die riesige Diffamierungskampagne dieses Dialogversuches, auszuhalten und, und nicht einzubrechen und kann man ein bisschen stolz drauf sein im übrigen hat uns da der Satz geholfen Christa Nichols und mir dass wir gesagt haben gefangene zu besuchen ist christenpflicht der war so schön und politisch so fast naiv ehrlich dass der den einen oder anderen glaube ich bewegt hat zu sagen nun lass die Mädchen doch mal machen. Das kann doch nun wirklich nicht schaden. Wir kriegten aber auch ganz großartige Unterstützung. Also ein Brief von Kurt Scharf, Helmut Golwitzer, Heinrich Böll. Solche Leute gab es damals, die sich in große gesellschaftliche Konflikte einmischten und sagten: Gibt dieser Sache doch eine Chance? Sie ist ungewöhnlich, aber die Größe werdet ihr doch ihr Politiker doch wohl haben. Was? Christa Nickels und ich damals nicht wussten, war, dass genau zu dem Zeitpunkt, wo wir den Dialogvorschlag machten, es auch im Kern der RAF äh, Irritationen und Spaltungen gab. Also ganz später habe ich dann gehört, dass genau in dieser Zeit sich eben die Hälfte der Gruppe, weil sie nicht mehr weiterkämpfen wollte, in die DDR abgesetzt hat. Ich glaube sogar, dass das die Stasi äußerst irritiert hat, dass dieser Vorschlag von uns genau zu diesem Zeitpunkt kam. Und äh, manche Anfrage an mich habe ich später so verstanden, also dass die gesagt haben: Wissen die was? Ich wusste gar nichts. Es war nur die richtige Idee. Einmal Terrorist heißt nicht immer Terrorist. Auch die können sich ändern und wir haben ein gesellschaftliches Interesse, dass sie diese Gewalt aufgeben. Also muss man ihnen auch minimale Schritte ermöglichen, dass sie das tun. Das hatte Ulrike Meinhoff mal einmal in einem Prozess gesagt, bevor sie dann Selbstmord gemacht hat. Wie soll ein Mensch zeigen, dass er sich geändert hat, ohne zu Kreuze zu kriechen? Und diese ganze Dialoginitiative war ein Versuch, diesen noch nicht gefundenen Weg zu markieren, der zeigt, auch wer Schlimmes getan hat, kann wieder Mitglied dieser Gesellschaft werden. Und man kann sogar eine gewisse Form von Verständnis entwickeln, warum es solche Lebensbrüche gegeben hat. Und äh, hoffentlich wird es das nie wieder geben. Und deswegen war das wirklich eine pazifistische Aktion, äh, Terroristen dieses Angebot zu machen. Und äh, es gab dann die ersten Begnadigungen, was nicht geklappt hat, das wäre ein wunderbares politisches Kunstwerk geworden, war, das als Kollektiv zu machen. Äh, Terrorismus, das habe ich später begriffen, ist eine Maschine. Und auch der Einzelne, das Schwierigste für den Einzelnen ist, ich zu sagen, auch gegenüber der Gruppe. Und das Angebot von Begnadigungen, von Wägen, von individuellen Motiven und Verhaltensweisen war genau die Aufforderung: werde wieder ich. Wenn du was politisch erreichen willst, begreife, dass du eine Chance hast in Demokratien, die auch für dich wieder so einen Weg eröffnen. Und dann gab es später dann die Gewaltverzichtserklärung der RAF und dann gab es, ganz offensichtlich keine mehr, die in diesen Bereich des Terrorismus absteigen wollten. Und ganz viel später, also jetzt erst nach 2000, wo das Phänomen Terrorismus längst, längst vorbei war, gab es die dritte, vierte, fünfte Auflage der Terrorismusdebatte, nun aber nur noch unter dem Gesichtspunkt der Medien des Medienskandals, also das hat mich teilweise ein bisschen verbittert, weil ich gedacht habe, die Gefahr ist vorbei. Dann muss auch eine Gesellschaft zeigen, dass sie ein historisches Thema, was sie sehr traumatisiert hat, wirklich abschließen kann und kann es nicht immer wieder und immer wieder nur weil das große Auflagen in den Medien gibt, neu aufwärmen. Also die Letzte Terrorismusdebatte war eigentlich die unnötigste.